Und jetzt möchte ich gerne zum Abschluss der Veranstaltung zwei Leute nach vorne bitten, die sich, so haben wir uns das vorgestellt, gegen Klaus, Dr. Klaus Cäsar Zehrer und Dr. Roland Krause im Plug-Test antreten möchten. Oh, das wird hart, oder? Wer die buntesten Zähne hat, hat gewonnen. So, los geht's. Freiwillige vor, bitte. Jetzt geht's los. Neues Spiel, neues Glück. Hier ist der Plug-Test. Ja, du, ja, bitte. Herrlich. Eine Dame sogar. So, ich gebe dir mal... ohne Umschweife, sofort mal diesen Plug-Test. Den kannst du dir hier mal rausdrücken. Muss man so rausdrücken, wie man das so macht mit so Pillen. Vorgefärbt, die ist nicht mit vorgefärbt. Rotwein vorgefärbt, oder was? Mit Rotwein. Mit Lach wird dadurch nochmal schön sichtbar gemacht. Das ist der Sinn des Plug-Tests. Wir brauchen aber noch jemanden. Noch ein, du guckst so, als würdest du gerne. Ja. Hier, da hast du auch noch einen Plug-Test. Plug-Test schön im Mund Roland, nehmen. Ist das denn ein richtiger Plug-Test oder ist das nur Farbe, wie schön drauf rumkauen. Drauf rumkauen. Das ist ein richtiger Plug-Test, oder? Ist ein Plug-Test. Ihr habt ein Labor auch an. Roland, erklärst du das mal? Zahnhygiene? Zahnhygiene ist ja was ganz anderes. Das muss man ja auch Zahnmedizin studieren und in den Naturwissenschaften. Zerkauen. Schön drauf rumkauen. Und es gibt übrigens nicht nur das Lexikon des Unwissens zu gewinnen, sondern auch ein Saubermännchen, der antibakterielle Zahnbürstenhalter. Und während hier gekaut wird, und das dauert so jetzt 2-3 Minuten, bis sich dann der Zahnbelag zeigt in lila, der alte Zahnbelag in lila und der neuere in rosa, möchte ich gerne nochmal Dr. Roland Krause fragen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir selber auch Mikroben sind? Glaub, vielleicht auf einem größeren Supraorganismus, vielleicht leben wir hier in einer Darmzotte. Er kaut. Ja, mit der Zahnbürste, doch, natürlich kann man das abbürsten. Hier mit Exotic Energy Impression, Zahnpasta gekauft und Zahnbürste. Roland. Tja, gute Frage. Ja, ne? Aber. Ich mir überlegt. Er sagt einfach, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es so ist. Sag mal eine Hausnummer. Sie ist ziemlich groß, wenn man eine Metaversumstheorie zugrunde legt. Eine was für Theorie? Eine Multiversumstheorie. Ah. Ja. Oh, da das schließlich letztens wieder in die Diskussion für den Ursprung des Lebens geworfen wurde, denke ich, könnte ich mich hier einfach mal schnell darauf zurückziehen und sagen, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass wir auch nur die Darmzotten von einem größeren Organismus sind. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir die Darmzotten von einem größeren Organismus sind. Im Weltall, oder was? Naja, in den Multiversen. Im Weltall sowieso, in einem Multiversum, Hilfschecker Bunny. Und ich finde, das ist erstmal was ganz Gutes, was jeder Einzelne für sich mit nach Hause nehmen kann, zum drüber nachdenken, heute Nacht. Neben der Tatsache, dass ganz am Schluss, wenn wir gestorben sind, dann kommen ja auch nochmal die ganzen Bakterien richtig heftig an und Maden machen den Job, zersetzen uns. Ja, das ist doch auch was Schönes eigentlich. Und tragen uns dann praktisch... Das ist nicht schön. Doch. Die tragen uns dann ja auch wieder weiter. Die machen uns zu Staub. So, und jetzt gucken wir mal, was mit dem Plug-Test los ist. Ah, bei dir sieht das schon ganz gut aus. Mach mal den Mund auf. Naja, aber das ist moderat, würde ich sagen. Ja, das ist im Moment so moderat. Die Zähne. Kannst du das mal noch nicht auch belachen? Kannst du das mal zeigen? So eine kleine Pilzkultform rein. Also das ist viel härter auch an den Lippen. Da hast du wirklich schlimme Bakterienkultur. Roland, könntest du dir das... Roland, bei dir ist nichts zu sehen. Doch, natürlich. Roland putzt, glaube ich, auch jedes Mal beim Duschen auch die Zähne. Und ich glaube, er duscht so, sehr oft. So, Klaus Cäsar? Roland hat die Tablette auch zerkaut runtergeschluckt. Du Petze! Ist das wahr, Roland? Nein, Roland hat schon diese Jack Nicholson-Krankheit, glaube ich. Also das ist aber nee, ich hätte hier noch so eine Leuchte, wir wollen ja objektiv bleiben. So, Klaus Cäsar ist aber auch sehr moderat, also es ist nicht so schlimm wie heißt du? Julia. Bei Julia, das ist schon ein bisschen krass. Und wie ist es bei dir, wie heißt du? Ralf. Ralf auch nicht schön. Die Zunge hat Plach ohne also, Ende. Also ich würde mal sagen, ganz klar gehen die Preise an unsere beiden Publikums. Oh, die Zunge. Was hast du denn da drauf? Das ist ja ekelhaft. Julia, zeig mal deine Zunge. Ja.
Können wir die Zunge von Roland auch mal sehen? Julia hat eindeutig gewonnen. So, Applaus für Julia. Julia, die Frau mit den meisten Bakterien im Mund und mit dem Lexikon des Unwissens in der Hand. Viel Spaß noch heute Abend. Du kannst dir auch gerne eine Zahnbürste nehmen. Ja, bitte. Und du kannst es dir auch von Katrin Passig signieren lassen. Und du kannst dir eine Zahnpasta dazu aussuchen. Und ich du? Ich bin so ein bisschen auf dem Virus, wie ihr ihn eben beschrieben habt. Ja, du bist auch, du trinkst, gehst auch gerne ungefragt. Ich versuch's zumindest. Und so werde ich jetzt auch bei Katrin Passig. Die findet das gut. Ralf? Für dich auch Zahnbürsten, du kannst dir auch gerne dennoch die Zähne putzen. So, aber die müssen von den Zahnbürsten welche abgeben, damit Roland und... Stimmt, Roland und Klaus Caesar können sich dann von den Zahnbürsten, da sind jeweils zwei Zahnbürsten drin. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, erstens, so, wer hat mir denn hier meine Sachen geklaut? Ich habe hier doch noch was zu sagen. Hier vielleicht? Nein, ich habe es gefunden. Erstens, vielen Dank an meine Gäste. Klaus Caesar Zehrer, Dr. Klaus Caesar Zehrer, Dr. Roland Krause. Dr. Soleil. Das ist Checkerbunny. Das ist super top Checkerbunny. Bernd an der Technik. An der Tontechnik und Holm am Laptop. Und dann möchte ich noch sagen, jetzt gibt es Repeat Repeat mit der Record Release und Konzertparty von AJ Holmes, also known as Vanishing Breed, mit dem Support Peter Presto und den DJs Mr. Tingle und Marius Reisser. Viel Spaß!